keiner sieht, alles still. Keiner, der hinsieht und was wissen will. Ich sitze hier und schau hinaus, ich bin allein. Was kann ich denn für die anderen Menschen sein? Ich kann euch will nicht leben wie der Rest der Welt. Wenn das heißt, dass der Mensch dem anderen keine Fragen stellt. Wacht mal auf, denn wir haben uns lang genug verstellt. Jeder lebt nur noch halb. Hier und jetzt. Jeder kämpft für sich selbst und wird verletzt. Und ich hoffe, du gehst einen anderen Weg. Kannst du mich hören? Irgendwann ist es zu spät. Ich kann, doch ich will nicht leben wie der Rest der Welt. Wenn das heißt, dass ein Mensch der Egon Werler zusammen mit Max Prosa. Vielen Dank an euch beiden. Megatyp, oder? Egon, es ist so schön, dich hier oben wieder auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Wie fühlt es sich für dich an? Es ist sehr surreal, hier wieder stehen zu dürfen. Es ist eine riesen Ehre für mich. Da muss doch super entspannt jetzt sein. Hey, mit Max an deiner Seite und ey, läuft. Es macht so Spaß, ich bin so happy. Wie läuft's denn? Gut, ich habe heute meine eigene erste Tour angekündigt. Jetzt geht's los. Mega. Wann? In den Herbstferien, weil ich ja noch zur Schule gehe. Ja, aber gut, so ist das. So fing das hier bei denen auch an. Immer in Ferien auf Tour und dann das ganze Jahr fast. Also, super cool. Wir freuen uns auf dich jedes Mal, wenn wir dich begrüßen dürfen und dann auf Tour. Und egal, was wir von dir hören, ich freue mich. Dankeschön. Egon Werler. Der Sieger der letzten Staffel zusammen mit Max Prosa. Vielen Dank an euch beiden. Und es ist so unglaublich schön zu sehen, was hier passieren kann. Da kommst du zu The Voice Kids, singst den Song von deinem Lieblingskünstler in den Blinds, dann lernst du ihn kennen, dann trittst du mit ihm auf, dann gehst du mit ihm sogar auf Tour, spielst dann deine eigene Tour und Egon, du bist dann sogar noch, glaube ich, auf ein paar Stops dabei bei bei Silbermond auf den Konzerten. An dieser Stelle auch liebe Grüße an Steff und die Band Silbermond. Unglaublich schön. All das passiert hier bei The Voice Kids.